Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge sind wir in diese wunderschöne Welt hier, also zumindest optisch gekommen. Naja, gut, wenn man mal davon absieht, dass hier alles so ein bisschen chaotisch und kaputt ist. Und jetzt wollen wir das Ganze mal Was war das erkunden. nur für ein seltsamer Ort? Ihr Tartaros! Das war jetzt nicht so gut. Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach! Phoenix war im Ah. Ja. Ich hasse dich! Aber ist es so nicht spannender? Nein. Erzähl weiter. Habe ich mich jetzt erschrocken? Was ist das denn hier? Kann man noch nicht kaputt machen oder so? Yeah, ich habe die Macht und keine Ahnung, was das hier sein soll. Okay, aktivieren wir erstmal den Schalter. Können wir jetzt irgendwas hier machen? Nö. Ja. Keine Ahnung. Also wir müssen oben auf jeden Fall die Axt erreichen. Oh. Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Ich suche ja jetzt immer so ein Gesicht wie bei Molag Bal von Teso, aber ich glaube, das kommt nicht. Ich glaube, das sind so Speicherpunkte hier. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich befürchte dann aber, dass irgendwas kommt, wo man sterben könnte. Gut, wir versuchen das Rätsel mal zu lösen. Ach, der... Okay. Okay. Hab verstanden. So. Aber ist schon eine geile Welt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Auch die Videos mit einer sehr guten Grafik. Oh, hier ist eine Truhe. Moment. Erstmal die Truhe anschauen. Ja, nee, ist klar. Heiltrank und Ausdauertrank. Ah, okay. Wie war das jetzt? Links Heiltrank, rechts Ausdauertrank. Okay, also wenn die mich heilen will, nach links. Also wenn ich Panik habe, immer links drücken. Gut, den haben wir jetzt noch nicht gemacht hier. Weiß nicht, was der bewirkt. Oh, okay. Jetzt komme ich wieder zurück. Ja, geil. Bringt mir das jetzt... Oh, bringt mir das jetzt irgendwas? Nö, ne? Ich will ja da hinten hin. Da kann ich anscheinend noch was hoch machen. Aber hier ist kein Hebel mehr, oder? Da hinten war ja auch nichts. Tja. Das bringt mir jetzt auch nichts, oder? Nö. Ich bin ja schon froh, dass die Dinger nicht weggehen, dass sie nicht nach unten fallen oder sowas. Ich schau mal hier oben nach. Ich hoffe, wir kommen da hoch. Ach, wir können gar nicht klettern. Oh, das ist natürlich doof. So. Das heißt, wir können da auch nicht hochklettern, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir können jetzt was weiter springen, das ist okay. Aber da können wir zum Beispiel nicht hochklettern, also kommen wir da auch nicht rüber. Können wir hier wirklich nicht? Nee, hier können wir auch nicht hochklettern. Ach, das ist doch eine scheiß Herausforderung, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich, ich muss das Ding unten aktivieren. Das habe ich schon verstanden, aber wie aktiviere ich das? Habe ich denn... Das sind sogar zwei, okay. Nein! Aha! Scheiße! Wenn man mal eine falsche Taste drückt. Fuck. Okay, ich sollte nicht versuchen, mit den Tasten rumzuspielen. Ich gehe mal eben ins Menü. Vielleicht hilft uns da ja irgendetwas. Fähigkeiten, was haben wir denn hier? Kann man nicht anklicken. Moment, öffnen. Ah! Schwertkombo. Drei Treffer-Kombo. Da muss ich viermal die Taste drücken, oder wie?
die 26 Schaden anrichtet und pro Treffer plus 30% Schaden durch. Okay, ich habe jetzt irgendwie nichts verstanden. In der Nähe eines nichtsahnenden Gegners Y. Ein Schwungangriff, der 250 Schaden anrichtet und 300% eines Ausdauerfelds pro Treffer füllt. Ah. Okay, also ich kann mich ducken, anschleichen und dann Y drücken, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ah, Moment. Drücke, um weit entfernte Oberflächen und Gegner mit einem Sprung zu erreichen, gedrückt halten, um höher und weiter zu springen. Ja gut, das ist aber dieses das habe ich ja jetzt schon drin. Zwei Treffer in der Luft, das bringt uns auch nicht weiter. Weiche gegnerischen Angriffen aus. Du kannst bis zu dreimal hintereinander ausweichen. Perfektes Ausweichen im richtigen Moment verlangsamt die Zeit und füllt Ausdauer. Ach so, und füllt 300% im Ausdauerfeld wieder auf, okay. Nähere dich einer vertikalen Oberfläche oder springe sie an, um zu klettern. Ja gut, das wissen wir ja. Schwimmen ist auch klar. In der Nähe von Zutaten sammle Zutaten. Ach, Zutaten. Um an einen Kessel der Kirke Tränke daraus herzustellen. Ah, okay. Die Kessel müssen wir dann noch suchen. Wert gegnerische Angreifer aus. Ja gut, das haben wir schon festgestellt. Das sind die zwei Tasten. Also muss ich hier auch nichts freischalten oder so. Ausgerüsteter Teil, okay. Ja, das Einzige, was uns vielleicht... Also das ist auf jeden Fall neu, aber das ist super. Anschleichen und Y drücken. Das A bringt uns jetzt aber auch nicht so wirklich weiter, ne, wenn ich das richtig sehe. Wir haben jetzt hier auch nichts. Das ist nur das, was wir anziehen können. Wir haben auch nichts, was uns jetzt irgendwie weiterhilft oder so. Ja, da stand auch nichts drin. Dann werde ich mal gucken. Aber das ist so weit. Nein, nicht weggehen. Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass ich da den Sprung bis da hinten schaffe. Das ist so... Ich habe ja nur diesen einfachen Sprung. Aber ich probiere es mal. Ich meine, was soll ich machen? Es sind zwar unten noch jede Menge von den Dingern. Oh. Nein, okay, es ist viel zu weit. Es ist viel zu weit. Ich wusste es, okay. Ja, also das funktioniert definitiv nicht. Das Einzige, was wir mal ausprobieren könnten, ich weiß nicht, weil ich habe keine anderen Hebel hier. Also von da aus, wenn ich den betätige, ich glaube, da kam diese hier. Den kann ich nicht mehr machen. Hinten könnte ich noch einen... Nee, dann gehen die da hinten runter. Das bringt mir auch nichts. Das heißt, hier... Der da oben hat den nach links und rechts gemacht. Dann probieren wir den hier mal. Dann gehen die wieder runter. Das bringt mir auch... Oh. Ah, okay. Ah, ich bin so doof. Das heißt eigentlich nicht, weil ich habe es eben nicht gesehen. Aber, oh. Okay. Okay, okay. Sind das Flüge? Ah. Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So, als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Zerbrochene Schwingen. Es ist ja echt geil, immer die, wie sie so am Grinsen ist. Das klappt ja sogar. Irgendwie. Das ist ja geil. Nein! Oh, ich hätte im anderen Moment... Oh, la la la. Ich bleib da mal hier stehen. Wenigstens sterbe ich dann nicht. Okay. Ach ja, ach ja. Ach nö. Dein Ernst jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Wieso kann ich da nicht da oben weitermachen? Na gut.
Das ist ja noch nicht so schlimm. Aber wieso komme ich dann da oben nicht durch? Ich denke mal, ich brauche wirklich ein anderes Timing oder so mit den Flügeln. Da gehe ich höher mit. Okay. Oh ja, okay. Anderes Timing, sehr schön. Was haben wir denn hier? Die Axt. Die Axt von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Genau. Oh. Dein Ende ist nah. Nein, du sollst ausweichen. Ah. Immer noch. Ich spüre etwas Besonderes in dir. Ja, ich bin sehr besonders. Bevor wir jetzt hier gleich wieder runterfallen, glaube ich, ich kann jetzt nicht schnell speichern. Ihr seid so Arschlöcher. Mann, was ist das denn hier? Mache ich damit irgendwas? Nee, ne? Einer meiner Nein, Leute. Nicht weg! Nicht weg! Nein! Versteckt. Es ist vorbei. Phönix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach, wirklich? Och, nö. Ist das euer Ernst? Was soll denn der Scheiß, dass ich immer wieder ganz am Anfang anfangen muss? Welche Blitze? Da hinten waren keine Blitze. Ich war nur zu blöd, um im richtigen Moment abzuspringen, beziehungsweise den Doppelsprung zu machen. Eieiei. Also Jump'n'Run sollte ich besser nicht machen. Ich merke das schon. Okay, das funktioniert schon mal. Ich muss nach unten gucken, glaube ich, sonst funktioniert das alles nicht. Fehlt mir denn hier irgendwas? Wenn ich da drauf gehe, kommt das Ding erst, oder? Das war doch richtig. Ich habe hier keinen Hebel, kein nix. Ach, Moment. Oder ist das... Ach so, das ist, weil ich... Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Gut, das habe ich jetzt vorher nicht gesehen. Oh. Nee, bleibt jetzt stehen. Okay. Perfekt. Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Unglaublich! Energie durchströmte Phönix. Mehr als sie ertragen konnte. Was passiert mit mir? Tschüss, Sterbliche! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Nichts zu parieren. Achte auf Angriffe, die nicht pariert werden können. Lerne sie zu erkennen, indem du auf ihr rotes Glühen achtest, okay? Nachdem sie sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phönix dem Riss siegreich. Vorerst! Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte sie über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren. An vielen Abenden hatte Phönix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phönix aus. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht. Na, hoffen wir mal nicht, dass sie verflucht sind, ne? Hä? Ich wollte gerade sagen, eben musste ich doch noch schwimmen. Okay, also das im Wasser, das sieht irgendwie so total seltsam aus mit diesen, ja, komischen weißen Dingern. Ich habe zwar alles auf hoch gestellt von der Qualität her, aber ja, das Spiel macht mir trotzdem diese weißen Teile. Ich weiß nicht, was es soll, keine Ahnung. Waren hier oben nicht mal Gegner? Die sind jetzt weg, oder wie? Moment, Truhe. 94 Meter, weil wir wollen ja auch zwischendurch mal ein bisschen die Sachen hier einsammeln und die Gegend erkunden.
So. Höre ich hier irgendwas? Höre ich die Truhe? Nee, oder? Ist die hier oben oder ist die weiter unten? Ah, Moment. Hier habe ich noch was zum Einsammeln. Mann. Also ich habe mir sagen lassen, dass es sehr wichtig ist, alles einzusammeln. Ich hoffe, es gibt da jetzt keinen Unterschied, dass man... Das war, glaube ich, die Herausforderung, wenn ich das richtig... Ah, okay. Ich muss die kaputt machen, um die zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Aber so sammelt man die anscheinend ein. Okay, perfekt. Jetzt kommt hier eine Kernherausforderung nach der anderen. Das ist ja schlimm hier heute. Oh. Was ist das denn für einer? Ich würde den ja gerne mal mit A... Ja, ja, ich will mich aber ducken. War das nicht mit B? Doch, jetzt. Das ist ein Bär. Ich sollte vielleicht, vorsichtshalber, mal eben schnell speichern. Nicht, dass ich jetzt gleich irgendwie bei Hades auskomme, weil es sieht mir doch so aus, als ob das ein ziemlich großer Gegner ist. Aber ich will das trotzdem mal ausprobieren. Oh, okay. Oh. Okay, also dieser Schleichangriff, habe ich gerade festgestellt, macht richtig geilen Schaden. Okay. Da hinten auch noch was. Das nehmen wir doch auch mal eben mit hier. So. Wir wollten eigentlich zur Truhe. Eigentlich sollte ich irgendwie sprinten können. Ich hatte mir das auch aufgeschrieben. Ach so, mit X. Oh, nein. Was war denn das gerade? Wo war die Truhe jetzt? Truhe 30 Meter da. Da. Hä? Truhe verschwindet immer wieder. Soll die hier im Berg sein oder was? Das ist aber doof. Okay, dann werden wir sie jetzt wahrscheinlich nicht so schnell finden. Das sind dann so Sachen, die ich dann, ja, zumindest so Ambrosia und so, die ich dann gerne machen würde, wenn ich offline vielleicht mal ein bisschen weiter spiele. Dass ich mit euch so in erster Linie die Quests mache. Kann man das auch? Ach so, mit der... Ah, mit der Axt macht sie schwere Angriffe? Und mit dem Schwert macht sie... Ah, okay. Das ist auch gut zu wissen. Okay, okay. Da schauen wir jetzt mal eben, was das ist hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Also eine Quest wird es, glaube ich, nicht sein, oder? Singe, o Muse, von Hermes, oh dem Glückbringer, Boten der Götter. Er, der mit Menschen und Göttern fast ohne Eigennutz umgeht. Ganz allein nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist. Okay. Wie kann man das denn aktivieren? Also ich soll... Das gleiche spielen, was die Harfe spielt. Aber der die Harfe nicht spielt, habe ich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich kann auch mit nichts interagieren oder so. Da muss ich da hochklettern? Nee. Ja, dann tut es mir leid. Dann machen wir das mit der Harfe jetzt nicht. Wir gucken mal eben auf der Karte nach. Kann man das reinzoomen? Ja, perfekt. Wir stehen jetzt hier. Die Truhe soll rechts sein. Die haben wir jetzt aber nicht so wirklich gefunden. Da hinten ist noch eine Truhe. Da könnten wir... Nachttruhe. Bewachte Truhe. Epische Truhe. Aha. Epische Truhe. Truhe. Ah, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Okay. Würde ich sagen, die epische Truhe hört sich doch sehr geil an, dass wir uns da mal hinwenden. Es wäre dann wahrscheinlich... nee, die Truhe ist es dann aber nicht. Ne? Das ist dann eine... Oh! Ah, so sprintet man. Oh, Moment. Ich glaube, das ist ein bisschen... Zum Sprinten vielleicht doch ein bisschen tief hier. Ui.
Das ist ja cool. Gut, ich habe ja auch Hades Schuhe an, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Moment, da ist jetzt was. Jetzt muss ich mal schauen. Ich stehe jetzt in der falschen Richtung, oder? Moment. Ich finde das. Ich finde das blöd, dass man nicht mal eben per Knopf drückt. Nee, da muss ich rüber, okay. Die Frage ist, schaffe ich das wirklich so weit übers Wasser zu kommen? Weil das ist ja jetzt nicht gerade wenig, was man da schwimmen muss. Und ich habe nicht so viel Ausdauer. Puh. Wenn ich jetzt springe, aber komme ich dann auch wieder zurück? Das ist dann auch noch die andere. Obwohl, kann man hier nicht, da wo das so hell ist, kann man da nicht laufen? Das müsste ich mal ausprobieren. Ja, lass dich runterfallen. Ist gut, lass dich runterfallen. So tief ist das nicht. So. Was ist denn das hier? Das kann man nicht kaputt machen, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay, Das sind anscheinend aber nur die Wellen. Das ist jetzt nicht so sachte. Und ich glaube nicht, dass ich es schaffe, bis da hinten rüber zu schwimmen. Ich kann es einmal probieren, aber ich werde vermutlich dabei sterben. So weit wie möglich rein. Oh ja, die Ausdauer geht so dermaßen schnell hier gerade runter. Eieiei. Komm später wieder. Dieser Bereich der Karte könnte für dich noch zu schwierig sein. Ja, ich will ja auch nicht die Herausforderung machen. Oh, komm bitte, 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 bitte. Komm. Dieser Soldat wird wohl so schnell nicht mehr aufstehen. Vielleicht geriet er in denselben Sturm, der auch Phoenix herbrachte. Nein, da will ich ja gar nicht hin. Bedauerlich. Immerhin ist er am richtigen Ort, dass Hermes seine Seele in die Unterwelt geleiten kann. Lebte er noch, wäre er jetzt zu Stein verwandelt. Ja, redet doch nicht so viel. Der Soldat interessiert mich doch gar nicht. So, ein angemessener Abschied. Beschaffe 3 Opfergaben für das Grab des Soldaten. Da bin ich doch noch gar nicht drauf. Wieso reden die da die ganze Zeit hier von dem Grab des Soldaten? Da ist eine epische Truhe. Ich möchte gerne, Moment, mit A, da eine Markierung setzen. Phoenix so. Muss erst Opfergaben für ein angemessenes das ist nämlich Begräbnis die, finden. Genau. Was? Nein. Phoenix hat schon genug zu tun. Kann ich darüber? Für uns. Lass dich nicht ablenken, Phoenix. Oh, komm. Du schaffst das. Also wenn ich schon epische Truhe lese, dann geier ich natürlich auch darauf, oder oben sind Gegner, okay. Dann geier ich natürlich auch darauf, die zu bekommen. Es kann natürlich sein, wenn schon episch dabei steht, dass das hier wirklich für mich zu schwer sein wird. Das weiß ich jetzt nicht. So. Truhe scheint da oben drauf zu sein. Die Frage ist, schaffe ich das da hochzuklettern? Eieiei. Von der Seite rüberspringen, glaube ich, ist jetzt auch nicht so wirklich die gute Idee. So. Mal schauen. Hier hätte ich noch so ein paar Möglichkeiten. Aber das letzte Stück nach oben, das ist natürlich die Frage, ob wir das dann schaffen. Da bin ich mal gespannt. Wir haben natürlich nicht so viel Ausdauer. Da müssten wir... Kann man hier irgendwie rum? Aber da ist es auch nicht besser, ne? Puh. Nein. Nicht da, du sollst hier. Ja, weiter. Komm, kletter hoch. Kletter. Mädel, kletter. Nicht stehen bleiben. Oh, scheiße. Nicht so schnell die Ausdauer verlieren, bitte.
Oh, du schaffst es noch, du schaffst es noch, du schaffst es noch. Los, bitte. Oh. Oh. Nein, ich kann ihn nicht öffnen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nein. Och, kommt, Leute. Ich habe mir jetzt die ganze Mühe hier gemacht. Oder? Okay, wir müssen da irgendwas draufstellen. Aber wie sollen wir da jetzt was... Können ja auch nichts kaputt machen oder so. Haben wir hier denn irgendwas? Aber ich kann ja auch nichts nehmen, oder? Ach, das ist doch Mist. Hm. Tja, wenn man mal wieder zu viel möchte, ne? Ne, also wir sind auf jeden Fall auch nicht schnell genug da. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass man hier irgendwas nehmen könnte oder so und da drauflegen könnte. Och, das ist gemein. Ja, jetzt haben wir das alles umsonst gemacht. Schade. Ist wirklich sehr, sehr schade. Ich würde aber jetzt mal sagen, damit ihr nicht den ganzen Weg nochmal mitbekommt, den ich jetzt dann zurückgehe, dass ich... ich schau mal kurz auf der Karte. Genau, da sollen wir hin, ne? Eine goldene Gelegenheit. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schade jetzt hier mit der epischen Truhe. Angemessener Abschied? Wieso steht das denn jetzt hier drauf? Ne, hier ist die epische Truhe, genau. Ja, das ist jetzt wirklich Mist. Also, die epischen Truhen können wir ganz offensichtlich noch nicht machen. Ich werde mal schauen, dass ich dann dorthin zurückgehe zur Brücke. Und das sind auch alles epische Truhen, ne? Ja. Ich werde dann unterwegs noch ein bisschen Ambrosia einsammeln, wenn ich was für... Oh, Moment, ich habe hier eine Schnellreise. Sehr schön. Ach so. Die große Lyra, das sind Schnellreisen, so wie es aussieht. Deswegen findet man die auch öfter auf der Karte. Das ist natürlich geil. Also da werde ich jetzt hinreisen. Werde ich aber erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir dann in der nächsten Folge die nächste Quest machen werden. Eine große Gelegenheit. Sorry, ich wusste es jetzt nicht. Schade eigentlich. Ich vermute, es hat vielleicht irgendwas mit diesen goldenen Teilen hier zu tun, dass man die da drauf tun kann. Also vielleicht kaputt machen kann mit einer speziellen Waffe oder sowas. Und dann entsprechend was da drauf legen kann oder wie auch immer. Da oben ist es auch schon wieder am Leuchten. Aber ja, ich weiß es nicht. Eindeutig ist auf jeden Fall, dass sich das da hinten öffnet, wenn man hier drauf steht. Dementsprechend, ja... Vielleicht soll ich auch einen Gegner hier drauf töten, damit der dann liegen bleibt. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, sollte nicht sein, werden wir dann in einer der späteren Folgen herausfinden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!